Hallo, moin moin und alle herzlichst willkommen zur inzwischen 56. Lesung des wunderbaren Buches von James Edgar Wylie aus den 1850er Jahren, Das Doppelgesicht des Papsttums. Wir sind heute versammelt nicht nur zur 56. Lesung, sondern es ist sogar soweit das vorletzte Kapitel im vorletzten Buch, nämlich das vierte Kapitel im vierten Buch. Seite 377 in dem überarbeiteten PDF sind wir inzwischen, das übrigens sowohl in lateinischer Schrift als in Frakturschrift auf meiner archive.org Webseite zur Verfügung steht. Die wollte ich mal kurz zeigen, weil da hat sich in der letzten Zeit einiges getan. Mal eben gucken, diese Seite hier ist das, mal eben kurz aufmachen. Das ist auch für euch interessant. Die Links zu meinem Archive sind in jedem Video in der Beschreibungsbox drin. Man kann sich das raussuchen. Wir haben hier zum Beispiel, was wir letztens gelesen hatten, wo gerade die letzte Premiere war, der vierten Lesung von Der deutsche Michel und der römische Papst, was Marius auch von der Frakturschrift in die normale lateinische Schrift übersetzt hat. Hier habe ich dann den Eid der Jesuiten mal hochgeladen. End Time Delusions von Steve Wahlberg, Gründe, um sich nicht impfen zu lassen und so weiter, die man hier sieht, zum Beispiel in drei verschiedenen Sprachen. Exploding the Israel Deception und dann natürlich noch solche Bücher wie Rulers of Evil oder auch in Deutsch Herrscher des Bösen, das Doppelgesicht des Papsttums hier in der Frakturschrift, hinter den Diktatoren, die Jesuiten und das Deutsche Reich und so weiter und so weiter und so weiter. Wie ihr seht, eine ganze Menge Dinge dabei. Das für jeden interessant ist, mal zu schmökern und diesen Link zu teilen im Internet ist auch nicht schlecht, so kann jeder seine eigene Nachforschung anstellen. Dafür ist dieses Archiv auch da. Außerdem ist es nicht bei YouTube, hier kann man eine ganze Menge Sachen hochladen und die werden nicht so leicht verfolgt, sage ich mal, zumindest im Augenblick noch nicht. Von daher nur mal ein Tipp, sich das anschauen zu können und halt dieses Buch findet ihr dort auch in normaler lateinischer Sprache. Das müsste das hier sein, wenn wir das mal eben aufmachen. Und dann seht ihr hier das Buch und dann gehen wir hier mal rein und dann seht ihr hier, das ist alles in lateinischer Sprache. Nicht, wie ich es jetzt gleich lesen werde, in Frakturschrift, das ist das, was ich lese, aber ihr findet das hier in lateinischer Sprache. Leichter für viele Leute zu verfolgen und das könnt ihr euch gratis und für nichts runterladen. Das hat Marius ganz gratis gemacht, die Arbeit und zur Verfügung gestellt. Das eben soweit dazu und dann gehen wir in ein kleines Lied rein, das Alexander gemacht hat. Anscheinend gibt es da mehrere Teile von. Das ist der erste Teil heute, die Heilung eines Blinden. Ja, blind waren wir alle mal zu einem bestimmten Zeitpunkt unseres Lebens und dann hat der Herr sich dazu, ich hätte jetzt beinahe gesagt, herabgelassen, aber hat er seine Gnade auf uns ausgeschüttet, dass wir sehend werden durch ihn. Und hier geht es um die Heilung eines Blinden im ersten Video. Und das schauen wir uns dann jetzt mal eben an, was Alexander da für uns zusammengespielt hat mit seiner Gitarre und gesungen hat. Und als Jesus vorbeiging, sah er einen Menschen, der war blind von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, so dass dieser blind geboren wurde? Er oder seine Eltern? Und Jesus antwortete ihnen: Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Und ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist und es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und machte einen Brei. Und mit dem Speichel strich er den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm: Geh hin und wasch dich im Teich Siloah. Da ging er hin und wusch sich und kam sehen.
Nachbarn nun und die zuvor als Blinden gesehen hatten, sprachen, ist das nicht der, welcher da saß und bettelte, und etliche sagten, er ist's, und andere aber sagten, er sieht ihm ähnlich, er selbst sagte, ich bin's. Da sprachen sie zu ihm, wie sind deine Augen geöffnet worden? Und er antwortete und sprach, ein Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und bestrich meine Augen und sprach zu mir, geh hin zum Teich Schilua und wasche dich dort. Und als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Da sprachen sie zu ihm, wo ist er? Antwortete ihnen, ich weiß es nicht. Soweit das Lied von Alexander für diese Woche. Dafür schönen Dank. Und das hat uns gleich in die hoffentlich richtige Stimmung versetzt, um jetzt mit der Lesung anzufangen. Wie gesagt, viertes Kapitel im vierten Buch. Hiernach kommt noch das fünfte Kapitel und dann abschließend das fünfte Buch. Das geht dann über die Aussichten des Papsttums. Und die, das kann ich euch jetzt schon sagen, ohne die Spannung wegzunehmen, sieht ziemlich düster aus. Also. Hallo. Darf ich mal eine kleine Anmerkung machen? Bitte. Und zwar, dein Bildschirm ist nicht geteilt. Oh, danke. Ja, das habe ich gar nicht gemerkt. Das ist, das hätte ich natürlich merken müssen. Ja, das mache ich sonst immer. Ich habe mich auf abwesend gesetzt, genau, und das nicht gemacht. Gut, das Video habt ihr ja dann glücklicherweise gehabt. Das geht. Danke, Marius, dass du mir das sagst. Michael wollte das wahrscheinlich auch gerade sagen. Dankeschön. Seht ihr jetzt meinen Schirm? Ja, wunderbar. Ja, okay. Ja. Danke. Ja, dafür möchte ich mich eben entschuldigen. Okay, gut. Dann geht es jetzt also los. Wie gesagt, viertes Kapitel im vierten Buch, von fünf Kapiteln im vierten Buch, danach das fünfte Buch, Aussichten des Papsttums, die wie gesagt ziemlich düster sind. Aber jetzt schauen wir uns in diesem vierten Kapitel an den Einfluss des Papismus auf den sittlichen und religiösen Zustand der Völker. Ich möchte es mal kurz so zusammenfassen. Der sittliche und religiöse Zustand der Völker ist wunderbar, bis Rom kommt. Und dann zerfällt und verfällt leider alles. Aber das wird der Autor uns jetzt in seinen eigenen Worten aus dem letzten Jahrhundert, aus dem vorletzten Jahrhundert, muss ich ja inzwischen schon sagen, auch gleich erzählen. Nachdem wir in den vorigen Kapiteln grundgelegt und den üblen Einfluss des Papismus auf Individuen und Völker als eine Konsequenz seiner Prinzipien darzustellen versucht haben, dabei unvermeidlich schon vieles eigentlich in den Rahmen des nun beginnenden Abschnitts zu Fassendes vorwegnehmen mussten, weil ich habe das ja auch schon teilweise gemacht, dass ich Dinge mal vorweggenommen habe, aber das geht eben nicht anders, wenn man das ganze Bild vernünftig malen möchte, wollen wir jetzt kürzlich nachweisen, also in Kürze, das heißt nicht so ausgebreitet, deswegen sind es nur knapp 10 Seiten, dass wirklich erfahrungsmäßig die unter der Herrschaft des Papismus befindlichen Völker und Staaten sowohl im Betreff der allgemeinen Sittlichkeit als auch des gesamten Nationalwohlstandes hinter dem Protestantischen zurückstehen. Und genau deswegen probiert der römische Katholizismus all diese Unreinheiten und Abfälle und Abominations, wie man das im Englischen nennt, ja, diese Gräulichkeiten eben auch in den protestantischen Ländern einzuführen. Und es gelingt ihm mehr und mehr und mehr, das alles zu tun. Dass auch wir die allgemeine Sittlichkeit verfallen sehen bei uns. Und das ist ja, glaube ich, heute in 2020 jedem deutlich, wie das unter anderem in Deutschland erreicht wurde in den letzten paar hundert Jahren.
Nun, was den ersten Punkt anlangt, so versteht sich von selbst, dass wir es eben mit großem und hervortretenden, dem ganzen Volke, dem Charakter der Massen aufgeprägten Eigentümlichkeiten zu tun haben. In dieser Beziehung ist daher nicht nur die handgreifliche Wahrheit einzuräumen, dass es in römisch-katholischen Gegenden Tausende und Abertausende von treuen, rechtschaffenen, ehrenwerten Christen, in protestantischen Ländern Massen nichtswürdiger Subjekte gibt, sondern es ist auch zuzugestehen, dass anderweitige, besonders stark wirkende Einflüsse das im Allgemeinen richtige, von uns behauptete Verhältnis für einzelne Städte, kleinere Landstriche ganz und gar umkehren und zu Ungunsten der Protestanten gestalten können. Und wir müssen daher, nicht bloß um des zugemessenen Raumes dieser Abhandlung willen, auf allgemeine Umschauen uns beschränken, können uns vornehmlich nur die konfessionell mehr ungemischten Stämme und Völker ins Auge fassen. Wir erwähnen zuerst die Wahrhaftigkeit und behaupten, dass das Bewusstsein von der Verpflichtung zu derselben in papistischen Ländern weit weniger vorhanden und weit weniger entwickelt ist als in evangelischen. Die jesuitische Moral, nichts als die Konsequenz der römischen überhaupt, wie die neuesten Lobredner der Jesuiten nicht wagen, in Abrede zu stellen, hat das Volk in hohem Grade besudelt und vergiftet. Seinen Sinn für diese Tugend, das Fundament aller Familien- und Staatswohlfahrt, zerfressen. Die Maxime ferner, dass Ketzern nicht Glauben zu halten sei, musste die Achtung vor der Wahrheit schwächen. Auf dasselbe Ziel hat die Ausübung der päpstlichen Machtvollkommenheit von Gelübden, Versprechen und Eiden zu entbinden, losgearbeitet, und die römischen Doktoren haben endlich ein Mittel gefunden, alle Sünde durch Verwandlung in Tugend aus der Welt zu bannen. Probabilismus und die Lehre von der Intention. Hier gehen wir mal kurz in zwei Kommentare von mir rein, dass wir gut verstehen, was mit Probabilismus und Intention und der Lehre der Intention zu verstehen ist. Probabilismus heißt die Lehre gewisser Jesuiten, nach welcher der Mensch eine Meinung, wenn sie auch nur wahrscheinlich sei, für wahr annehmen könne. Daher werden auch die, welche dieses lehren, Probabilisten genannt. Ich möchte euch mal ein interessantes Beispiel nennen aus der Zeit, in der wir heute leben. Probabilismus heißt die Lehre gewisser Jesuiten, nach welcher der Mensch eine Meinung, wenn sie auch nur wahrscheinlich sei, für wahr annehmen könne. Ich nehme zum Beispiel mal die Lehre der Evolution an. Das ist eine Meinung, die auch nur wahrscheinlich sei, wird aber für wahr angenommen, wird für wahr in dieser Welt gelehrt. Das ist also Probabilismus. Das ist keine Wissenschaft, das ist Religion, um es mal so zu sagen, das ist zum Beispiel die Evolutionstheorie. Das würde ich unter Probabilismus zum Beispiel verstehen. Man kann diese Erklärung nachschauen im Brockhaus von 1809. Probabilismus aus dem neulateinischen Wahrscheinlichkeitslehre ist eine Denkart, die sich bei der Beantwortung wissenschaftlicher Fragen mit größerer oder geringerer Wahrscheinlichkeit begnügt. Na? Wenn wir dann die wissenschaftlichen Fragen dann auch noch mit der sogenannten Wissenschaft heute, die wir haben, beantworten müssen, also mit anderen Worten diese falsche Wissenschaft, dann weiß man natürlich, wo dieser ganze Probabilismus herkommt. In der katholischen Moral der Grundsatz, also Probabilismus, ist in der katholischen Moral der Grundsatz. Im Zweifel darf man der probablen, auch minder sicheren Meinung folgen, selbst wenn die entgegengesetzte die probablere ist. Also mit anderen Worten, der moralische Grundsatz der katholischen Kirche ist, dass man im Zweifel auch der weniger sicheren Meinung als Lehre folgen darf, selbst wenn das, was absolut das Gegengesetzte sagt, eigentlich wahrscheinlicher ist. Ja? Diese Lehre ist auch ganz besonders von den Jesuiten vertreten. Auch das finden wir im Brockhaus. Probabilismus, eine weitere Erklärung aus Pira. Die Behauptung, dass es keinerlei absolut gewisse Erkenntnis, sondern nur größere oder geringere Grade von Wahrscheinlichkeit gäbe.
Also etwas, was absolut der Bibel entgegenspricht. Die Bibel sagt, es ist absolut. Etwas ist absolut wahr oder etwas ist absolut unwahr. Die Behauptung, dass es keinerlei absolut gewisse Erkenntnis gebe, doch es gibt absolute Erkenntnis und das ist die wahre Erkenntnis, das ist das Wort Gottes, das ist die Bibel. Ja? Da wird hier natürlich dann wieder Schindluder mitgetrieben. Hier wird gesagt, die Behauptung, dass es keinerlei absolut gewisse Erkenntnis, sondern nur größere oder geringere Grade von Wahrscheinlichkeit gebe. Zweitens, die alle echte Gewissenhaftigkeit zerstörende Lehre der Jesuiten, dass man sich in sittlichen Zweifelsfällen zu einer Handlungsweise entschließen dürfe, für welche sich entweder von Seiten des Handelnden selbst oder eines anderen, etwa des Beichtvaters, ein wahrscheinlicher Rechtfertigungsgrund anführen lässt, selbst wenn das eigene Gewissen oder andere Autoritäten diesen Rechtfertigungsgrund nicht billigen. Probabilisten, die sich von diesen Ansichten leiten lassen. Also Probabilisten sind diejenigen, die sich von diesen Ansichten leiten lassen. Das ist eine Erklärung des Probabilismus und das ist eine Methode, mit der die römisch-katholische Kirche die protestantischen Ländern in ihrer Lehre unterwandert hat. Deswegen lesen wir das hier. Und dann die Lehre von der Intention. Intentionalismus ist der Glaube oder die Lehre, dass der Zweck das Mittelheilige. Ja, wo haben wir das denn schon mal gehört? Im Schwur der Jesuiten, nicht wahr? Wenn es denn dem Zweck gereiche, dass am Ende die Kirche der Sieger ist oder der Gewinner ist, dann ist jedes Mittel recht, um diesen Zweck zu erreichen. Also, der Zweck heiligt die Mittel. Eine jesuitische Intention, eine jesuitische Lehre, und damit sind wir eben wieder genau da anzugekommen, wo es in diesem Buch geht. Nämlich, wir lesen hier ja von, wie heißt es so schön, der Einfluss des Papismus auf die sittlichen und religiösen, auf den sittlichen und religiösen Zustand der Völker. Um die Sittlichkeit der Völker zu unterwandern und anders zu gestalten, wird Probabilismus gelehrt, und zwar von der Kanzel und in der Schule, und Intentionalismus. Mit anderen Worten, jede Absicht, jede Handlung ist gut, denn der Zweck heiligt die Mittel. Wenn das Endziel gut ist, dann ist jedes Mittel, um dieses Endziel zu erreichen, gut. Und was gut und böse ist, das bestimmt nicht der Vater im Himmel, sondern das bestimmt der kleine Gott in Rom. Oder die Jesuiten mit ihren Konstitutionen. Zufolge des Ersteren, also Probabilismus, wird jede an sich noch so verbrecherische Maßregel wahrscheinlich recht, sobald irgendein Lehrer der Kirche sich zu ihren Gunsten entscheidet. Demzufolge dürfte es schwer fallen, würden wir heutzutage sagen, irgendeine Sünde zu nennen, welche irgendein bedeutender Lehrer nicht irgendeinmal verteidigt und also wahrscheinlich Recht gemacht hat. Also aus Unrecht mach Recht. Die allerverschiedensten Ansichten über Punkte der Moral werden über diese Weise sanktioniert und jeder seinen Entscheidungen benötigte, kann die ihm genehmste wählen. Nun habe ich hier noch eine interessante Fußnote zugesetzt oder einen kleinen interessanten Kommentar zugeschrieben. Und ich empfehle euch hier extra Literatur hierzu, nämlich Pascals Briefe an einen Freund in der Provinz. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die hier noch in dem Buch später erwähnt werden. Ich habe mir zwei Dinge damals runtergeladen. Einmal eine Doktorarbeit von der Katharina Riedel, Pascals Kunst zu überzeugen, Geist und Wirkung der mathematischen Logik in den Briefen in die Provinz. Da geht es um die Briefe in die Provinz, die der Pascal, Blaise Pascal, damals geschickt hat. Ein sehr interessantes Werk. Ich bin, wie ihr seht hier, auf Seite 48 von 180 Seiten bin ich gekommen. Also ich habe knapp ein Drittel des Buches gelesen, etwas weniger als ein Drittel des Buches gelesen oder dieser Arbeit gelesen. Furchtbar interessant. Ich habe noch nicht die Zeit gefunden, mehr zu lesen. Kann ich jedem nur empfehlen, sich anzuschauen. Wer möchte, dem lasse ich es gerne zukommen. Und natürlich kann man sich auch die Briefe von Blaise Pascal anschauen. Und die sind hier verlinkt. Den Link werde ich auch in die Beschreibungsbox des Videos mit reintun. Das kann man sich mal durchschauen.
Um es kurz zusammenzufassen, der Blaise Pascal hat eben genau diese Moraltheologie der Jesuiten in seinen Briefen in die Provinz widerlegt, die in einer sehr großen Auflage, ich glaube von mehr als 10.000 Stück pro Brief damals veröffentlicht worden in Frankreich. Eine sehr interessante Sache, mit der man sich mal ein wenig beschäftigen sollte, wenn man die Zeit hat, neben diesem Buch das hier zu lesen. Aber der Autor fährt fort und sagt, eine weitergehende Erlaubnis zu allen Arten von Sünde als die Lehre von der Intention kann man sich gar nicht ausdenken. Der berühmte Escobar, ja, das ist ein römisch-katholischer Morallehrer. Dieser Escobar lehrt, Zitat, dass wenn Menschen ihre Intention richtig leiten, das heißt nicht an die Sünde, sondern an den aus ihr hervorgehenden Segen und Nutzen denken, nichts im Wege steht, die Sünde ungestraft zu begehen. Es ist wieder nichts anderes als der Zweck heiligt die Mittel, nur mit anderen Worten. Ja? Wenn Menschen ihre Intention richtig leiten, das heißt, nicht an die Sünde, sondern an den aus ihr vorgehenden Segen und Nutzen zu denken. Also ich denke nicht daran, dass ich sündige, ich denke nicht daran, dass ich Schlechtes tue, ich denke nicht daran, dass ich Gottes Gesetze übertrete. Ich denke nur daran, welchen Nutzen gibt mir das. Ich denke egoistisch. Und wenn ich das tue, dann steht dem überhaupt nichts im Wege, diese Sünde ungestraft zu begehen. Und wenn ich dann doch an die Sünde einmal denke, ja, dann gehe ich doch zu meinem Priester und bezahle einen Ablass oder gehe in die Beichte, bete 10 Ave Maria und 100 Vater Unser und dann bin ich von meiner Sünde doch wieder erlöst, nicht wahr? Das ist die Moral der römisch-katholischen Kirche. Und wie gesagt, das, was Escobar hier lehrt, ist im Grunde nichts anderes als der Zweck heiligt die Mittel. Wenn Menschen ihre Intention richtig leiten, dann denken sie nicht an die Sünde, sondern nur an das, was die Sünde ihnen an Vorteil bringt. Und dann steht nicht im Wege, die Sünde zu begehen. Wenn man zum Beispiel seinem Gegner einen tödlichen Stich oder Schlag versetzt, so mordet man nicht. Vorausgesetzt, dass man im Augenblick der Ausführung nicht an die Rache, sondern an den Flecken denkt, den man dadurch von seiner Ehre abwaschen will. Man kann Geld und Geldeswert stehlen und doch dem 7. Gebot rein gegenüberstehen, wenn man nur habsüchtige Gelüste unterdrückt und nur an die durch Mehrung des Besitzes vergrößerte Möglichkeit, Gutes zu tun, denkt. Also mit anderen Worten, das ist eine Rechtfertigung von Robin Hood. Ja, versteht ihr das? Der Rächer der Enterbten, wie Otto den mal genannt hat, ja, derjenige, der von den Reichen genommen und den Armen gegeben hat, nach dem Motto von, ich kann den Reichen bestehlen und kann es dem Armen geben, weil das, was ich damit mache, ist in dem Moment keine Sünde, weil ich denke das ja nicht, um mich selber zu bereichern, sondern ich mache das, weil ich mit diesem Geld dann viel mehr Möglichkeit habe, den Leuten, die ich finde, die es haben sollen, etwas Gutes zu tun. Reine Sophistik und Kasuistik. Ja? Man kann Geld und Geldeswert stehlen und doch dem 7. Gebot rein gegenüberstehen. Also ich habe nicht gestohlen, ich habe nicht gesündigt, wenn ich nur habsüchtige Gelüste unterdrücke und nur an die Mehrung des Besitzes vergrößerte Möglichkeit, Gutes zu tun, denkt. Aber dann ist die Frage, ja, was ist denn das Gute, was ich damit tue? Und wem tue ich denn das Gute? Der Egoist wird natürlich sagen, ich tue mir das Gute. So kann man moralisch alles erklären, ne? Wenn man die Moral nur beugt mit der jesuitischen Kasuistik und Sophistik. Ne? Man kann lügen. Und ist doch keiner Falschheit schuldig, wenn man nur irgendetwas Gutes im Sinne hat, welches man durch die Ausflucht bezweckt. In einer Fußnote sagt der Autor hier Pascal, da geht es also um den Pascal und seine Briefe, Mord, Diebstahl, Eidbruch, Zweikampf, Bankrott und so weiter kann unter Umständen nicht nur gesetzlich, sondern kann sogar Pflicht sein. Liguori lehrt ebenso. Ja?
Liguori ist Alfonso Liguori. Das habt ihr vielleicht gerade eben gesehen, als ich mein Archive-Bild aufgemacht habe. Da war ja auch die Moraltheologie von Alfonso Liguori mit dabei, das ich auf meinem Archive hochgeladen habe. Das könnt ihr da ja durchlesen. Das habe ich auch damals mit Viktor gelesen in der Videolesung über den katholischen Kindesmissbrauch, ja, den systematischen katholischen Kindesmissbrauch, weil eben an der Basis des katholischen Kindesmissbrauchs die Morallehre der Jesuiten liegt, die hier zum Beispiel von dem Liguori damals festgeschrieben wurde. Das kam ja raus aus dem Buch von Grassmann, Anfang des 20. Jahrhunderts in den 30er Jahren veröffentlicht und ins Deutsche übersetzt aus dem Lateinischen. Also, Mord, Diebstahl, Eidbruch, Zweikampf, Bankrott kann unter Umständen nicht nur gesetzlich, sondern Pflicht sein. Das lehrt der römisch-katholische Morallehrer Alfonso Liguori. Das ist die Moral der römischen Kasuisten, welche die steinernen Tafeln vom Sinai in Auflehnung wieder ihren Inhalt zerschmettert, Treue und Wahrhaftigkeit, so viel an ihr ist, aus der Welt verbannt. Weil sie nun aber mit Applaus vorgetragen worden, so konnte die furchtbare Wirkung auf das Volk nicht ausbleiben. Solche fluchwürdige Lehre, also die Lehre des Gesetzes Gottes, ist nur mit dem Steine und Holz vergiftenden Aussatz zu vergleichen und deshalb liegt unvermeidlich Treue und Glauben im Leben und Verkehr papistischer Völker schmählich darnieder. Unterschleif, das bedeutet im Süddeutschen Täuschung oder Täuschungsversuch in einer schulischen oder universitären Prüfung und im Österreichischen eine Unterschlagung oder Unredlichkeit, also Unterschleif, Bestechung, Betrug jeder Art sind in allen Kreisen der Gesellschaft, die Sphären der Regierungen nicht ausgenommen. Unterschleif, Bestechung und Betrug in Regierungssphären mehr als anderswo an der Tagesordnung. So in Italien, Frankreich, Spanien, Portugal. In Frankreich ist das Darniederliegen von Treu und Glauben notorisch und die scheußlichen öffentlichen Ärgernisse, welche die letzten Regierungsjahre Louis Philipps auszeichneten, sind noch in frischem Gedächtnis. Sie erschlossen den Blick in das furchtbare Verderben auf Seiten der höchsten Kronbeamten. In den mittleren und niederen Ständen ist es verhältnismäßig nicht besser. Jedes neue Tagebuch eines Reisenden im Süden Europas liefert einen neuen Beweis für unsere Behauptung. Die Behauptung, dass im Handel protestantischer Länder, namentlich Englands, mehr Redlichkeit herrscht als in den genannten Staaten des Westens und Südens, bedarf ebenfalls keines Beweises. Welchen geringen Wert hat ferner der Zeugenbeweis an einem südeuropäischen Gerichtshofe im Vergleich mit dem an einem deutschen oder britischen? Und bitte, das muss man jetzt vergleichen mit denen im 19. Jahrhundert, nicht im 21. Ja? Weil inzwischen sind wir, glaube ich, katholischer als die Spanier in der Hinsicht. Welchen geringen Wert hat ferner der Zeugenbeweis an einem südeuropäischen Gerichtshof im Vergleich mit dem an einem deutschen oder britischen? Es kann nicht anders sein, wo die große Quelle der Wahrheit versiegelt und das Gewissen des Menschen einem irdischen Richter verantwortlich gemacht ist, der noch dazu mehr vermag als Gott, nämlich von der Pflicht der Wahrhaftigkeit entbinden. In Irland und wenn Irländer in Massen bei einem dort begangenen Verbrechen beteiligt sind, auch in England oder Schottland, erlebt man es beständig, dass sich zahlreiche Zeugen finden, um eidlich das Alibi eines Verbrechens zu erhärten, wenn das Gegenteil noch so weltkundig ist oder um die einem jeden vernünftigen Gewissen mit Wissenschaft abzuleugnen. Straßenraub, mörderische Anfälle mit oder ohne Erfolg gehören in Irland zur Tagesordnung und die falschen Eide zahlreicher Augen- und Ohrenzeugen vereiteln dennoch jeden heilsamen Erfolg der Justiz,
welche in diesem römisch-katholischen Lande fast machtlos auf dem Throne sitzt und von dem Verbrechen ins Angesicht gehöhnt wird. Nun, es gibt ja eine Fußnote über Fälle, die der Autor hier anholt. Die sind mir aber nicht bekannt, die kann ich nicht kommentieren, daher macht auch das Vorlesen der Fußnote keinen Sinn, sag ich mir, aber das ist ja nur meine persönliche Meinung. Für mich macht die Fußnote keinen Sinn, weil ich die Fälle nicht studiert habe. Vielleicht kennt ihr die Fälle ja, um die es hier geht, deswegen lese ich die Fußnote jetzt nochmal eben vor. Der im Sommer 1852 zu Six Mile Bridge geführte öffentliche Prozess gegen die Soldaten, welche bei der Unterdrückung durch eines von Priestern hervorgerufenen Wahltumultes einige Irländer getötet hatten und deshalb als Mörder verurteilt wurden, bestätigt des Verfassers Ansicht, wohingegen der Prozess wegen des von Katholiken veranlassten groben Unfugs zu Stockport in England, bei den Protestanten sich ebenfalls schwer vergangen hatten, einen Beweis für die größere Unparteilichkeit der englischen Gerichte liefert. Anmerkung des Bearbeiters, also des Übersetzers. Und man muss halt diese Fälle kennen, und ich kenne sie nicht, um das im Detail zu verstehen. Aber im Endeffekt geht es eben darauf hinaus, dass hier Fallbeispiele genannt wurden für Straßenraub, mörderische Anfälle mit oder ohne Erfolg, die eben in Irland zur Tagesordnung gehören und die dort vom Gericht verurteilt oder nicht verurteilt wurden. Das sind die Fälle, um die es hier ging. Nun, ebenfalls ungünstig, fährt der Autor fort, stellt sich das Verhältnis für papistische Gebiete in Bezug auf Mord und Selbstmord. Paris ist seit Jahrhunderten durch die Menge der nächtlichen Überfälle berühmt. Und wohl kein Fluss der Welt hat absolut und relativ so viel Selbstmörder aufzunehmen und ans Land zu werfen als die Seine. Der zahlreichen Vergiftungen und Selbsttötungen durch Pulver und Blei gar nicht erst anzudenken. Fast keine Nacht vergeht ohne einen Mord in den Straßen von Madrid, wo über dem jeder, der nicht selber den Dolchstoß führen will, weiß, dass für ein Lumpengeld sich stets Schurken genug finden, ihn der Mühe zu überheben. Also zu entheben. Wie es in Rom und Neapel in dieser Beziehung steht, bedarf kaum der Erwähnung. Der Weg über die Pyrenäen und Alpen wird auch nicht eher sicher werden, als bis des Evangeliums Leuchte ihn erhellt hat. Denn die Leichtigkeit, mit der ein Papist der zukünftigen Strafe für dergleichen Verbrechen entgehen kann, ist eine Hauptursache ihrer Allgemeinheit. Im richtigen Gefühl davon schritt auch Napoleon in Frankreich und der Marquis von Wellesley in Wellington in den britischen Kolonien zu der harten Maßregel, den freien Verkehr des Beichtvaters mit den Angeklagten nicht zu dulden. Eine Bestimmung, die in den Kolonien wirklich eine bedeutende Verminderung der Verbrechen zu Wege brachte. Also mit anderen Worten, das Unterbinden der Beichte, das Kontrollieren der Beichtväter, sorgt für eine Steigerung der Sittlichkeit und der Moral in der Gegend. Das ist das, was der Autor uns hier mit anderen Worten sagt. Als Lord Brougham im Oberhause hierüber sprach, brachten die Glieder desselben, also des Oberhauses, so viele vom priesterlichen Einflusse, namentlich in der Beichte herrührende Verbrechen gegen die persönliche Sicherheit zugunde, dass die Times in den denkbar härtesten Bezeichnungen sich darüber ausließen. Ja? Also die Times, das ist die Zeitung, die Times. Und in einer Fußnote sagt uns der Autor hier, das ist erschienen im Druck im Morning Herald, das ist eine andere Tageszeitung, 10. April 1851, wo steht, Zitat, die Times brauchen kurzweg den Ausdruck Surprised Ruffians, das heißt Schurken im Chorhemde. Das Verhältnis der Verbrechen zur Bevölkerung ist in England 1 zu 758. In Schottland nur 1 zu 800. In Irland dagegen römisch-katholisch 1 zu 300. Wobei aber nicht zu übersehen,
dass in den 6 überwiegend protestantischen Grafschaften des Nordens auf eine Bevölkerung von 1,7 Millionen Menschen 2038 und in der einzigen römisch-katholischen Grafschaft Tipperary aber nur auf 436.000 Einwohner 2.124 grobe Verbrechen kommen. Michael, wir beschäftigen uns ja immer so viel mit der satanischen Musikagenda. Gibt es nicht ein Lied, it is a long way to Tipperary? Da könnte man ja sich den Text mal angucken, ob der irgendwas hiermit zu tun hat. Aber wenn das nicht bedeutend ist, ja, das Verhältnis der Verbrechen zur Bevölkerung in England ist 1 zu 758, also ein Verbrechen auf 758 Einwohner, in Schottland 1 auf 800 Einwohner, in Irland dagegen ein Verbrechen auf 300 Einwohner. Also das ist fast dreimal so viel wie in England und Schottland. Wobei nicht zu übersehen, dass in den 6 überwiegend protestantischen Grafschaften des Nordens auf eine Bevölkerung von 1,7 Millionen Menschen nur 2038 Verbrechen begangen wurden. Ja? 2038 auf 1.700.000 Menschen, aber in der römisch-katholischen Grafschaft Tipperary auf 436.000 Einwohner. 2124. Also mit anderen Worten, wenn wir mal ganz kurz im Kopf rechnen, 436 im Verhältnis zu 1,7 Millionen ist das ungefähr ein Viertel und 2038, 2024 ungefähr eben viel. Das heißt, in Tipperary passieren viermal so viel grobe Verbrechen als in den protestantischen Grafschaften des Nordens. So mal Pi mal Daumen eben ausgerechnet. Müsste man auch vergleichen mit Sizilien oder Lateinamerika, wo fast alles nur noch katholisch ist. Ja, die Zahlen liegen jetzt hier wahrscheinlich nicht unbedingt vor, aber der Autor gibt uns noch einige interessante Zahlen bekannt. Nicht nur hier in dieser Fußnote, auch in dem Rest des Artikels. Weil das ist das Interessante dabei, das ist also wirklich... Das sind Fakten aus der damaligen Zeit, veröffentlichte Fakten, Statistiken und alles, wo er sich das hergeholt hat. Und da zeigt er also ganz deutlich auf, dass das, was man eigentlich so empfindet, dieses, du weißt ja, das Unrechtgefühl, das man oftmals irgendwo hat, das wird hier dann aber auch tatsächlich mit Zahlen bestätigt. Ja, da gehen wir dann noch gleich nochmal rein. Natürlich, wenn du jetzt solche urkatholischen Dinge wie Sizilien nimmst oder zum Beispiel auch Spanien, vielleicht auch da ganz bestimmte Gegenden, wie zum Beispiel Madrid, das wurde hier auch aufgeführt, dass man sich in Madrid besser nachts nicht bewegen kann, weil man da sicher einem Meuchelmörder entgegenkommt, auch wenn man nur ein paar Cent in der Tasche hat. Das war damals so, das wird heute nicht anders sein und das sind sicher eben auch Hochburgen, die jetzt aber hier nicht bis ins Detail besprochen werden. Aber wir schauen uns mal weiter an, was der Autor sagt, aber es ist ein interessanter Einblick, den du natürlich sagst. Aber er hat sich hier natürlich mit England beschäftigt und teilt dann England in mit vergleicht England dann mit Irland, das ja katholisch ist, obwohl es einen protestantischen Stamm hat. Aber das ist für eine andere Lesung, das ist eine andere Geschichte. Und zeigt dann auf, wie schlimm die Moral in Irland verfallen ist gegenüber dem, wie sie in England verfallen ist. Da ging es ja drum. Noch schlimmer steht es mit der Beobachtung des 6. Gebotes. Das ist für diejenigen, die schlecht zählen können, das Gebot, du sollst nicht töten. Indem wir das Institut der Klöster, den Boden, auf dem seit Jahrhunderten Trägheit und Unkeuschheit gewachsen sind, auch das Gott und der Natur ins Angesicht schlagende Zölibatgesetz, eine Hauptursache der fleischlichen Sünde, einer näheren Erörterung nicht unterwerfen, ja, das Institut der Klöster wird hier einer näheren Erörterung nicht unterworfen, das wäre nämlich ein Buch für sich selber. Sprechen wir bloß von dem allgemeinen Zustande römisch-katholischer Länder und führen für die Behauptung, dass sie in der genannten Beziehung weit unter protestantischen Staaten stehen, nur das Faktum an, dass nach neueren statistischen Tabellen die Zahl der unehelichen Geburten in römisch-katholischen Ländern ganz unverhältnismäßig größer ist als in den protestantischen. Jetzt stelle ich mir hier die Frage, wenn ich das so lese, hat der Autor hier mit dem 6. Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, gemeint und hat damit eine falsche Zählung?
Nach der richtigen Zählung ist das sechste Gebot, du sollst nicht töten, und das siebte Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Ne? Aber da er sich hier auf nicht Ehe brechen bezieht, denke ich mal, dass er verkehrt zählt. Schade für einen Protestanten wie James Atkin Wiley, hier die römische Zählweise der Gebote aufzuführen. Ja, aber das hast du doch in der evangelischen Kirche jetzt auch, dass sie dieselbe Reihenfolge haben. Ja, das war ja mit Luther schon das Problem, ne? Ja. Luther hat ja auch schon das erste und das zweite Gebot zu einem zusammengefasst und von daher auch eine falsche Zählung gehabt. Da hast du ganz recht, Michael, aber es ist mir komischerweise, als ich das Buch vorher durchgelesen habe, ist mir das gar nicht aufgefallen. Jetzt fehlt es mir ein, wo er sagt, das sechste Gebot, das ist, du sollst nicht töten, er spricht aber hier von Unzucht, also nicht Ehe brechen, und das ist das siebte Gebot. Ne? Also wollen wir das hier mal ganz eben klarstellen, dass James Edgar Wiley sich hier in einem ganz deutlichen Zählfehler in den zehn Geboten, den Steintafeln, die er vorher doch so wunderbar rühmt, sich auf einen Fehler begibt und die falsch zählt. Es geht hier um das siebte Gebot und nicht des sechsten. Das trübste Bild bieten in dieser Hinsicht die Städte Paris und Rom, Paris die Hälfte aller Geborenen, in letzterer, also Rom, noch mehr unehelich sind. Fußnote 2. Hört euch das an. Das sind Zahlen aus dem April 1850. 1847 wurden in Wien 19.241 Kinder geboren. Darunter 10.361 uneheliche, also nur 8.881 eheliche Kinder. Ein vollständiger Sieg über Paris und München, die in dieser Beziehung bis jetzt exzellierten, also ausblunken, ja, also die Krone trugen, sagen wir mal, ja, die Corona der unehelichen Kinder. Konkubinate sind in Paris und Wien gewöhnlicher als Ehen. Konkubinate sind wilde Ehen, ja, das einfache unverheiratete Zusammenleben oder einfach nur das Teilen von Bett, aber nicht das Teilen von Tisch. Die Zahl der Selbstmorde in Paris betrug 1827 1542, 1847 3647. Gegenwärtig, also 1852 schätze ich mal ungefähr 70 in der Woche. Ja, mal 52 Wochen kommen wir auch wieder auf über 3.500 Selbstmorde, nicht wahr? Natürlich hat die Revolution sie auch noch vermehrt. Und das ist aus 1850, also gegenwärtig 1850. Ne? Wir haben 1827, 1847, 1850 die Zahlen hier vorliegen. Ein ähnliches, die römische Kirche anklagendes Verhältnis stellt sich heraus, wenn man die desfälligen statistischen Angaben aus den in religiöser Hinsicht so mannigfaltigen gemischten Staaten, Landstrichen und Städten Deutschlands miteinander vergleicht. Was meint der Autor jetzt hier mit gemischten Staaten? Da spricht der Autor davon, dass Protestanten sich verheiratet haben mit Katholiken. Das ist etwas, was den Jesuiten bereits im 17. Jahrhundert tierisch gegen den Strich ging, und deswegen haben sie 12 Millionen Deutsche im 30-jährigen Krieg ausgerottet. Nämlich vor allen Dingen da, wo die liberalen Katholiken waren. Ein liberaler Katholik ist ein Katholik, der sich durchaus mit einem Protestanten anfreunden kann und sogar einen Protestanten heiraten kann und dann sogar sagt von, ja okay, unsere Kinder werden jetzt auch protestantisch erzogen und nicht katholisch. Das sind halt gemischte Staaten, ja, wo man eben in Landstrichen und Städten Deutschlands sieht, dass sich Katholiken mit Protestanten vermischt haben. Bekannte Gegenden sind zum Beispiel in Deutschland sowas wie Paderborn. Das ist so ein Landstrich oder eine Stadt auch, wo sehr viele Mischehen schon immer stattgefunden haben. Je weiter man nach Norden kommt, desto protestantisch reiner wird's. Je mehr man nach Süden kommt, desto katholisch reiner wird's. Und in der Mitte hast du halt viele gemischte Staaten, Landstriche und Städte. Das Christentum hat dem Weibe die ihm gebührende Stellung, welche von allen falschen Religionen verkannt wird,
in dem sogar der Talmudismus Lust bezeugt, ihnen die Unsterblichkeit abzusprechen, angewiesen. Ein ganz wichtiger Satz, deswegen habe ich ihn blau unterstrichen und lese ihn nochmal. Das Christentum hat dem Weibe die ihm gebührende Stellung angewiesen. Christentum, Protestantismus, da erfüllt die Frau die Rolle, die Gott ihr zuerkannt hat. Die Gehilfin des Mannes, der das Haupt der Familie ist, der deswegen nicht die Frau schlägt und missbraucht und alles drum und dran, sondern der an Jesus unterstellt, das moralische und religiöse Haupt der Familie ist, die Frau und die Kinder führt und die Frau ihm zuarbeitet. Das ist Christentum und das ist die Stellung der Frau, eine Gehilfin des Mannes. Ja? Das Christentum hat dem Weibe die ihm gebührende Stellung angewiesen. Von falschen Religionen wird diese Stellung verkannt. Bei falschen Religionen, zum Beispiel im römischen Katholizismus, ist die Frau dem Mann keine Hilfe, sondern ist die Frau dem Mann, wenn nicht ebenbürtig, sogar übergestellt. Und das heißt, der Mann ist der Gehilfe der Frau. Genau umgekehrt von dem, was in der Bibel steht. In dem sogar der Talmudismus Luft bezeugt. Talmudismus ist ja die verkehrte, die babylonisch beeinflusste jüdische Lehre, die den Weib auch die Unsterblichkeit abspricht. Ja? Ich beschäftige mich jetzt nicht mit dem Talmudismus, will deswegen da auch nicht allzu viel drauf eingehen, aber im babylonischen Talmudismus ist es dann sogar so anscheinend, dass die Frau selbst keine Unsterblichkeit erlangen kann, eben wegen ihres Abfalls im Garten von Eden. Der Mann kann das anscheinend wohl noch bekommen. Aber wie gesagt, Talmudismus, da gehe ich jetzt hier nicht drauf ein, das wäre eine ganze Studie für sich selber, da kommt man selbst mit einem Buch nicht hin. Und das ist mein Ding nicht. Ich weiß nur, ich tue das ab, der Autor tut es auch ab und sagt, Christentum haben wir auf der einen Seite, das Christentum gibt dem Weibe die ihm gebührende biblische Stellung und bezeugt sie und weist diese der Frau an. Aber in falschen Religionen, also römischer Katholizismus, Buddhismus, Islam und eben auch im jüdischen Talmudismus, wird ihnen eine andere Position zugewiesen. Und deswegen können wir nur, wenn wir Frauen auch lieb haben, ihnen die richtige biblische Stellung zuweisen und können sagen, alles andere ist verkehrt. Das ist nun mal so, ob euch das gefällt oder nicht. Der Kernsatz, das Christentum hat dem Weibe die ihm gebührende Stellung angewiesen, den finde ich sehr wichtig, den sollte man behalten. Und dann sprechen wir vom wahren Christentum. Und dann sprechen wir von harmonischen Ehen. Dann sprechen wir von Ehen, in denen eheliche Kinder geboren werden. Nicht, wie wir gerade eben gelesen haben, so und so viele uneheliche Kinder. Ne? Was war es in Wien? 10.361 uneheliche Kinder, also mehr uneheliche als eheliche Kinder. Nein, das kommt eben daher, weil ich die Rolle der Frau umdrehe. Und im Christentum, das ist der Protestantismus, um das nochmal deutlich zu sagen, hat nichts mit dem Katholizismus zu tun. Im Gegenteil, ist genau das Gegenteil vom Katholizismus. Im Christentum wird dem Weibe die ihm gebührende Stellung angewiesen. Wenn das Weib sich dieser Stellung unterwirft, dann wird sie ein gutes Leben haben, genau wie der Mann, der sich dem unterwirft, auch ein gutes Leben haben wird, weil dann leben sie zur Ehre des Herrn Jesu Christi. Das muss man hier mal eben ganz deutlich sagen. Der Autor schreibt hier einen Satz am Ende einer Seite, wo man ganz leicht drüber hinweglesen kann, wie furchtbar, furchtbar wichtig dieser Satz ist. Und sicher im Lichte des 21. Jahrhunderts, in dem wir heute leben, wo immer nur noch gesprochen wird von Frauenquote hier und Egalität dort und da. Egalität nach dem Motto von gleich mit den Männern. Ja? Ich meine, inzwischen kommt mir da schon mal das Kotzen, wenn ich da ab und zu mal die deutschen Nachrichten höre oder so, wenn ich dann sehe von, die und die Partei hat jetzt beschlossen, da müssen so und so viele Frauen da und da sitzen. Ich meine, nichts für Frauen oder gegen Frauen, aber es geht doch in erster Linie, würde ich mal sagen, geht es um Kompetenz.
Es geht um das, was die Menschen können. Warum muss jetzt unbedingt die Frau das können, was auch ein Mann können muss? Denn nur dann kann sie ja mit ihm konkurrieren oder nur dann kann sie ja eine selbe Stellung bekleiden wie der Mann. Das ist biblisch aber so nicht vorgesehen. Und da sehen wir schon, wie wir heute in der Gesellschaft, in der wir leben, wir total verkehrt sind. Wir sind 180 Grad umgedreht von dem in der Bibel, wenn wir der Frau eine Position geben, die ihr biblisch nicht angedacht ist. Wisst ihr, was das heißt? Wir gehen gegen die Anordnung von Gott an. Wir gehen gegen die von der Natur durch Gott eingestellte Funktion der Frau an. Wir machen die Frau zu etwas, was sie nicht ist. Und dann ist auch die nur ein weiterer Fall von diesen Selbstmorden, wie wir gerade hier in Frankreich zum Beispiel gelesen haben. Menschen kommen dann mit dem Druck nicht mehr klar. Ich meine, wie soll auch eine Frau heutzutage mit diesem Druck noch klar werden? Sie will Karriere machen, muss mindestens so gut sein wie ein Mann, muss den Haushalt führen, muss die Kinder erziehen, muss hierfür da sein, muss dafür da sein. Jeder Mensch hat irgendwo seine Grenzen, oder nicht? Was meint ihr denn, warum so viele Ehen zerbrechen heutzutage? Ehen, zwischen Anführungszeichen mal, weil eine wirkliche Ehe ist das ja gar nicht mehr, was heute noch geschlossen wird. Aber da will ich jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail. Aber dieser eine Satz von dem Autoren, den muss man sich mal wirklich ganz, ganz in Ruhe durchlesen und auf der Zunge zergehen lassen und überlegen, was dieser Satz in den letzten 200 Jahren in unserer Gesellschaft bewirkt hat oder eben auch nicht bewirkt hat. Was das Abweichen von dem Satz, wie er es schreibt, in unserer Gesellschaft bewirkt hat. Warum unsere Gesellschaft, in der wir heute leben, so ist, warum sie ist, eben genau weil diese Grundsätze verlassen wurden, weil die biblischen, die protestantischen, die christlichen Grundsätze über Bord geworfen wurden und mit heidnischen Grundsätzen ersetzt wurden. Ein sehr interessantes Thema. Könnte ich stundenlang drüber diskutieren. Das Christentum hat dem Weibe oder der Frau, um es mal ein wenig politischer korrekt für 2020 zu sagen, das Christentum hat der Frau die ihm gebührende Stellung angewiesen. Aber die Frau oder das Weib hat natürlich auch Blut geleckt, wie man so schön sagt. Wenn man ihr das und das anbietet, ja, dann will sie das natürlich auch gerne haben. Wie sagt man immer so schön, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite der Weide, nicht wahr? Gegenüber dem Zaun, auf dem man steht. Bis man da dann hinkommt und dann merkt, dass das Gras da vielleicht grüner ist, aber nur deswegen, weil es genetisch manipuliert ist und nicht so gesund ist wie das andere, sollte man mal drüber nachdenken. Der Autor sagt hier ganz, ganz klar, andere falsche Religionen, das sind babylonische, das sind heidnische Religionen, haben die Stellung der Frau verkannt. Und im Talmudismus wird sogar die Unsterblichkeit dieser Frau abgesprochen. Dadurch wird die Frau ganz mies behandelt. Ja? Und das ist das, glaube ich, was man vor allen Dingen im Islam ganz deutlich zutage treten sieht. Natürlich nicht überall, ne? Ich verallgemeine nicht, ne? Aber im Allgemeinen ist die Frau im Islam eine minderwertige Person, ein minderwertiger Mensch. Und das ist im Christentum nicht so, weil eine Gehilfin ist ja nur, weil sie hilft, nicht minderwertig. Aber sie soll helfen, sie soll dazu beitragen, die Arbeit des Mannes zu erleichtern und die Arbeit des Mannes ihm zuzutragen. Dass sie zusammenarbeiten, für was denn? Um Jesus die Ehre zu geben, um unseren Herrn zu verherrlichen. Nicht sich selbst, nicht die Frau sich, nicht der Mann sich, sondern Mann und Frau zusammen den Herrn bezeugen. Da kommt es drauf an. Lest euch den Satz nochmal ganz in Ruhe durch, wenn diese Sendung hier vorbei ist, und sinniert da ein wenig drüber nach. Das Christentum hat dem Weibe die ihm gebührende Stellung angewiesen. In welcher Zeit, in welcher Gesellschaft lesen? Wie leben wir denn heute? Leben wir da, wo das so der Fall ist? Ja oder nein?
Der nächste Satz wird auch interessant. Es gibt hier einen Hauptsatz, den ich angestrichen habe. Und den lese ich ganz kurz vor. Und danach lesen wir den ganzen Absatz. Und analysieren wir ihn auch. Der Hauptsatz lautet: Der Romanismus hat durch den Zölibat die Weiber entehrt. Einen Haupthebel der gemütlichen Ausbildung, die Zartheit, feinere und reinere Sitte des Weibes nämlich, in Misskredit gebracht und damit der Gesundheit des gesamten sozialen Lebens einen tödlichen Streich versetzt. Nochmal. Der Romanismus, seinem verfälschenden Prinzip treu, hat der Romanismus, ob er auch die Ehe für ein Sakrament erklärt, durch den Zölibat die Weiber entehrt. Einen Haupthebel der gemütlichen Ausbildung, der Zartheit, feinere und reinere Sitte des Weibes nämlich in Misskredit gebracht und damit der Gesundheit des gesamten sozialen Lebens einen tödlichen Streich versetzt. Kommentiert habe ich hier auch: Denken wir doch jetzt bitte mal in diesen Termen an die zwischen Anführungszeichen Emanzipation, wodurch die Weiber zu selbstliebenden Furien geworden sind. Und zusammen mit der Analyse des Satzes davor muss ich gar nicht mehr viel beikommentieren. Das Einzige, was ich jetzt nochmal machen muss, ist, die zwei Hauptsätze vorzulesen. Das Christentum hat dem Weibe die ihm gebührende Stellung angewiesen, der Romanismus hat durch den Zölibat die Weiber entehrt, in Misskredit gebracht und damit der Gesundheit des gesamten sozialen Lebens einen tödlichen Streich versetzt. Wisst ihr, was James Edgar Wiley in diesen Worten im 1850 bereits sagt? Die Zerstörung der Familie, die wir ganz deutlich, ganz große Schritte haben nehmen sehen, ab den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, die hat James Edgar Wiley hier bereits an die Wand geschrieben gesehen. Und er hat die Menschen gewarnt und hat ihnen gesagt, wenn wir nicht nach dem Christentum, wenn wir nicht nach dem Protestantismus, wenn wir nicht nach der Bibel leben, dann wird der Papismus dem gesamten sozialen Leben einen tödlichen Streich versetzen, indem er die Rolle der Frau umkehrt mit der Rolle der Männer, indem er einen sittlichen Verfall einführt, denn das ist genau, was der Romanismus macht. Er ist ein verfälschendes Prinzip. Und wenn ich den Romanismus einführe und das verfälschte Prinzip einführe, dann habe ich eben genau das Gegenteil von dem, was die Bibel vom Menschen verlangt. Soll das eine Wortmeldung sein? Ja, wenn es jetzt eine Frau gibt, die ihre Weiblichkeit, ihre Rolle in der Familie entdeckt und dann auch in der Mutterschaft und in der Familie voll aufgeht, dann wird die zum Persona non grata in den anderen Kreisen. Ja, die wird sogar aus der Gesellschaft mehr oder weniger ausgeschlossen. Die wird belächelt. Ach du Heimchen am Herd, kennst du das, diesen Ausdruck? Das ist ein Ausdruck, der kam ja schon vor einigen Jahrzehnten in Deutschland eben auch raus. Ne? Das ist dann eine, wie nennt man das, eine Diskriminierung, eine wörtliche Diskriminierung der Frau. Wenn man sagt, was bist du denn für eine? Bist du nicht schlau genug? Kannst du nichts erreichen in diesem Leben? Ja, man wird mit Missachtung gestraft und man wird im Grunde aus der Gesellschaft ausgeschlossen, weil man nicht nach den Regeln der Gesellschaft spielt, sondern weil man nach den Regeln Gottes spielt, nach den Regeln der Bibel spielt. Ja, das hast du ganz gut zusammengefasst, Marius. Hast du noch was oder wollen wir? Ja, da gibt es prominente Beispiele. Ich möchte hierfür keinen Werbung machen, aber sobald dann auch eine zuvor
sogenannte Karrierefrau dann die Mutterschaft entdeckt und dann sieht, oh, das ist ja nichts nur Beiläufiges, das ist das Zentrum meines Lebens, ja, dann ist sie dann natürlich in ihren damaligen Kreisen dann vollkommen verbrannt. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob uns geholfen ist, damit, wenn wir jetzt hier explizite Beispiele nennen, wo das so ist, aber ich glaube, dass jede Frau, die dieses Video schaut, sicher Beispiele in ihrem eigenen Leben, aus ihrem eigenen Umfeld vielleicht nennen kann und vielleicht einmal drüber nachdenkt, dass wir hier mit der biblischen Sichtweise der Gesellschaft gar nicht so verkehrt liegen und dass wir sehen, dass wir diesen ganzen Zerfall der Gesellschaft, den moralischen Verfall, den sittlichen Verfall, den sozialen Verfall, den Verfall der Familie an den Papismus zu danken haben. Ich glaube, das ist das, was wir heute als Conclusio aus dieser Lesung im Grunde ziehen können. Ja, wir sind, glaube ich, inzwischen sowieso schon ziemlich genau bei einer Stunde angekommen, ja, mit 59 Minuten und 59 Sekunden. Ein schöner Absatz, wo es sich lohnt, einen Strich zu ziehen und zu sagen, dass wir nächstes Mal in diesem Thema weiterfahren. Ihr seht, wir sind im vierten Buch angekommen und dort im vierten, also vorletzten Kapitel. Das Buch wird alles andere als langweilig und wiederholend. Es kommen andere Dinge zur Sprache. Es kommen Dinge zur Sprache, die man so vielleicht aus so einem Buch überhaupt nicht erwartet hat. Der Autor beschäftigt sich hier mit dem bereits angekündigten Sittenverfall und zwar auf Basis der Erfahrung, auf Basis der Geschichte. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Alles das, was James Atkin Wiley uns hier erzählt, sind Dinge, die waren früher schon mal da. Er hat sie beobachtet, er holt die Statistiken raus und zeigt 1850 den Leuten, schaut, wenn ihr euch das anschaut, da und da, so und so passiert. Und das seht ihr dann in diesen anderen Ländern auch. Jedes Mal, wenn der Papismus, wenn der römische Katholizismus die Oberhand gewinnt, dann ist das Land dem Untergang geweiht. Weil es verlässt den Pfad der Bibel, es verlässt den Pfad von Jesus Christus, es verlässt den Pfad der Wahrheit und es verlässt den Pfad des Lichts in dieser Welt, das Jesus Christus ist. Denn Jesus Christus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Jesus Christus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und zum Vater kommt man nur durch mich. Das ist jetzt kein exaktes Zitat, das ist sinngemäß, so hat er das gesagt. Und was Jesus Christus da sagte, das meinte er so für Männer und für Frauen. Wir sind eins in Christus Jesus. Da gibt es keinen Mann, keine Frau, da gibt es kein Grieche und kein Juden, da gibt es keinen Arm und kein Reich, da gibt es kein Frei und kein Gefangen, sondern da sind wir alle eins. In Jesus Christus. Diese Welt, der Papismus, will genau dieses Verständnis unterbinden, auslöschen und vernichten. Das haben unter anderem die Jesuiten sich auf ihre Fahne geschrieben. Und um dieses Ziel zu erreichen, ist ihnen jedes Mittel recht. Der Zweck heiligt die Mittel, wie wir heute auch gelehrt haben, gelernt haben. Und was lernen wir fürs nächste Mal? Wir schauen uns die Bibel an und wir treffen unsere Entscheidung, ob wir lieber in einer antibiblischen Welt leben wollen oder ob wir in einer biblischen Welt leben wollen. In einer biblischen Welt können wir nur leben, wenn wir unseren Geist für Jesus Christus öffnen und wenn wir sein Buch empfangen, wenn wir seine Wahrheit empfangen, in Wahrheit und im Geiste, so will der Vater angebetet werden und so müssen wir ihn in diesem Buch studieren. Und dann haben wir die Möglichkeit zu wählen. Was ist für uns wichtig? Gott oder Antichrist? Bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel. Maranatha.